Hallo, mein Lieben. Es ist heiß draußen. Man schwitzt so gern. Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn. Ich muss ehrlich zugeben, dass dieses Video ein großes Kampf für mich ist. Dennoch habe ich einen großen Drang, das auch hier loszuwerden und diese Sicht mit euch teilen. Es geht mir eigentlich grundsätzlich um den 7 Sendescheiben aus der Offenbarung. Und ich weiß, dass viele Geschwister, genauso wie auch mein Vater zum Beispiel, haben da ein bisschen andere Ansichten über die Zeit der Gemeinden. Also es sind viele, die sagen, das sind diese Epochen in der Gnadezeit der Gemeinden. Und ich muss es so sagen, in vorne hinaus, es ist keine Irrlehre, es ist eine Meinungsverschiedenheit und eine, sag mal, jeder sieht es ein bisschen anders. Irrlehre ist es für mich dann, wenn das Grundlage der Evangelium verdreht wird. Wie zum Beispiel Gesetz und Gnade vermischt wird, wenn man lieber die Beschneidung und das Gesetz gepredigt wird als die Gnade. Alles, was die Grundlage der Evangelium betrifft, kann eine Irrlehre sein, wenn man das sich nicht an das sich hält, was Paulus uns gelehrt hat, was die Bibel uns, das Gotteswort uns sagt. Es ist so, ich respektiere jeden seine Ansicht. Ich teile meine Ansicht mit euch sehr gern. Und ich hoffe, dass mich keiner missversteht. Jeder kann natürlich dabei bleiben, wo er ist. Deswegen bleiben wir Geschwister im Herrn. Ich bitte euch, seht es nicht als feindlich oder als Angriff oder als eine besondere Lehre. Ich weiß nicht, warum. Ich habe den Drang, irgendwie das weiterzugeben und ich tue das, egal was kommt. Wenn es von den Herrn ist, dann wird es zum Segen, wenn nicht, dann nicht. Ich weiß genau, dass das keine Irrlehre ist. Ich predige euch keinen anderen Christus, als die Bibel das predigt. Genauso wie meine liebe Geschwister, die ich sehr respektiere und hochschätze, auch keine Irrlehrer sind, nur weil sie zeitlich anders erklären dieses Thema. In den 7 Sendeschreiben ist es so, dass hier Jesus zu dem Engel der Gemeinde spricht. Das ist schon das erste Punkt, wo ich skeptisch bin. Skeptisch in dem Sinne, dass ich sage, irgendwie kann das nicht sein, dass diese Gemeinde die Gemeinde der Gnadezeit ist. Lasst uns erstmal sehen, wo diese 7 Gemeinden sind. Also diese 7 Gemeinden sind in den heutigen Türkei. Sie sind in einem muslimischen Land.
Und ich denke auch, dass eigentlich der Antichrist auch aus diesen muslimischen Ländern auftauchen wird. Zumindest wird er den Satansstuhl da einnehmen können. Wir lesen das in der Offenbarung 13, dass der Drache übergibt den Tier seinen Stuhl. Und für mich ist auch besonders, dass es nur 7 Gemeinden sind, die sind als Leuchten gesehen worden von Johannes. Diese Leuchter, die 7 Leuchter, die sind eigentlich für mich sehr in Beziehung mit Israel. Das Zahl 7 und die 7 Leuchter ist es für mich eine, ich verbinde das eigentlich mit Israel immer. Und die Frage ist auch, warum 7? Ja, okay, man sagt, es sind 7 Epochen und für die, jede Zeit ist da ein prophetisches Wort. Es kann möglich sein. Dennoch ist es für mich unverständlich. Warum ist es unverständlich? Weil ich weiß, was das Leib Christi ist. In der Gnadezeit sehen wir, dass Paulus, der Apostel, der Leibes Christi ist. Ich möchte hier nicht extra nicht die Gemeinde Christi sagen. Und dieser Leib Christi besteht aus vielen Gliedern. Natürlich, wenn wir die Briefe Paulus lesen, das ist oft so geschrieben an die Gemeinde Korinther, an die Gemeinde aus Rom, an die Gemeinde aus Kolosser oder auch wie immer. Und das mit gutem Recht. Aber wir müssen das eigentlich so betrachten. Das Leib Christi ist aus einzelnen Gliedern zusammengelegt. Und was ist jedes Glied? Jedes Glied ist ein Tempel Gottes. Paulus sagt es ganz klar. Wir sollen unseren Fleisch nicht der Hurerei übergeben, denn wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Wer wohnt in dem Tempel Gottes? Der Geist Gottes. Also, die Präsenz des Geistes ist in uns. Jetzt, was hat eigentlich das mit der Gemeinde zu tun? Ich würde das nicht als Gemeinde oder Kirche nennen, sondern diejenigen, die in Christus sind, die haben Gemeinschaft. Sagt nicht Jesus, wo 2 oder 3 in meinen Namen zusammenkommen, bin ich präsent, bin ich da. Wir tun Gemeinde bauen, um da Gemeinschaft auszuüben, weil das ist üblich so, das ermöglicht diese Gemeinschaft. Wenn einer wohnt im Süden, der andere im Norden eines Staates, dann ist es nicht so möglich, dass alle sich
treffen und wichtig ist, das Evangelium zu hören, zusammen zu beten, zusammen zu fasten. Und das ist eigentlich nicht als Gemeinde in dem Sinne gedacht, sondern als Gemeinschaft der Leiber Christi. Und diese Gemeinschaft, egal wo es ist, ob es in Südasien, in Nordafrika, Südafrika, in Amerika ist, alle sind eins, weil die Einheit besteht durch den Geist Gottes in Jesus Christus. Deswegen ist es auch nicht zu sprechen vom Engel der Gemeinde, weil der Geist Gottes ist persönlich in uns. Der Geist Gottes ist persönlich in uns. Und wenn wir auch eine Gemeinde gestalten, hat das durch den Geist eine Ordnung Gottes. Und das wird alles durch den Geist Gottes gebaut, geführt, geleitet. Persönlich durch den Geist Gottes. Deswegen hab ich persönlich schon hier ein Problem zu glauben, dass diese Sendeschreiben für die Zeit der Gnade bestimmt worden ist. Wir haben eine persönliche Beziehung zu Jesus. Es ist zum Beispiel hier bei dem Sendeschreiben von Ephesus zum Beispiel, da sagt er, wer überwindet, dem werde ich Essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in den Paradies Gottes ist. Das ist schon für mich ein kleiner Widerspruch mit das, was wir von Paulus empfangen haben. Wir werden verwandelt. Wir haben es nicht notwendig, dass wir vom Baum des Lebens essen. Ich kenne das aus der biblischen Grundlage überhaupt nicht. Und wir werden mit Christus zusammen sein. Da könnte man aber sagen, ja natürlich, das sind hier auch Gemeinden, an denen man sagt, du wirst regieren mit mir. Es ist möglich. Und auf diese Punkte möchte ich jetzt so langsam draufgehen. Erstens, die sieben Gemeinden werden in Asien, in der muslimischen Welt sein. Und diese Gemeinden haben irgendwas sehr Eigenartiges gemein. Ne? Zusammen, also etwas, was ähnlich ist bei allen. Über was möchte ich hier reden? Zum Beispiel bei Syrna sagt er, ich kenne Drangsal und Armut. Und dann sagt er, siehe, der Teufel will einigen von euch ins Gefängnis werfen.
damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Ob diese 10 Tage in der Vergangenheit genau an einer Gemeinde gezählt werden kann, weiß ich nicht. Aber ich denke, in der 7 Jahre des Antichristen schon, in der ersten 3,5 Jahre, dann bei Pergamon sagt er, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Dann gehen wir weiter. Dann ist in Thyatira, ist ganz interessant. Da schreibt sie hier über Isabel, das Weib Isabel, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt. Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und kurz danach schreibt es, und ich habe ihr Zeit, damit sie Buße tut, und sie will nicht Buße tun um ihre Unzucht. Siehe, ich werde sie aufs Bett und die welche Ehebruch mit ihr treiben in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Pesttod töten und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch an einem jeden nach euren Werken geben. Wer ist eigentlich diese Isabel? Ich weiß es nicht. So 1000%ig. Aber ich würde sagen, dass das die Hure Babylon ist. Man sagt, okay, aber das ist in der Türkei. Aber ob diese Hure Babylon jetzt in der Türkei ihr Sitz hat, ist da nicht geschrieben. Man könnte Parallelen ziehen, vielleicht. Aber es ist hier ganz interessant, dass es beschreibt, die Hure, was sie tut. Die treibt Unzucht, verführt die Menschen und wird eigentlich die Christen auch töten. Das wird auch in der muslimischen Welt ganz deutlich gemacht. Und was hier noch geschrieben ist, ist, euch aber sage ich den übrigen in Thyatira, alle, die diese Lehren nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Die Tiefen des Satans. Also es gibt Tiefen, Geheimnisse des Teufels, was Menschen nicht erkennen können. Oder auch Propheten. Lasst uns weitersehen. Beim Sardes ist es eigentlich weniger von der Satan geschrieben. Es wird mehr von dem Kommen als Dieb geschrieben. Und aber bei der Philadelphia ist schon wieder, siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind. Also alle Gemeinden haben irgendwas mit der Synagoge, mit der Lehre, direkte Lehre des Satans zu tun. Meine Lieben, Paulus sagt, das sei dem Tod und Auferstehung der Christus Jesus, der Geist der Antichrist am Wirken ist.
In der ganzen Gnadezeit haben wir eigentlich mit Verführung zu tun. Mit falschem Evangelium, was auch Paulus uns ganz deutlich warnt, und nicht nur er, auch Petrus, Johannes, Jakobus. Von falschen Evangelien, falschen Christen. Aber hier in diesem Sendeschreiben ist konkret über den Teufel die Rede, seine Synagoge, sein Thron, seine Lehre, seine Tiefen. Und ich frage mich, warum? Weil ich bin der Überzeugung, dass diese sieben Gemeinden sind Gemeinden von Juden. Von Juden, die in dieser Altasien wohnen, also in der Türkei wohnen und Gemeinden bilden, die Christusgläubig sind, aber in den letzten sieben Jahren leben. Und ich denke, dass diese sieben Gemeinden auf diesen sieben Jahren auch verteilt sind. Das ist meine Ansicht. Es sind bei zwei Gemeinden hier geschrieben, zum Beispiel. Ich kenne zum Beispiel bei Smyra. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden. Und es sind nicht, sondern eine Synagoge des Teufels. Warum? Okay, ich muss so sagen, okay, am Anfang waren viele Juden, wie Paulus das gesagt hat, die eigentlich die Gemeinde, die das Leib Christi belasten wollte mit unnützigen Lehren. Die wollten die Beschneidung reinbringen, Gesetzeshaltung reinbringen und, und. Aber da hier sagt er, sind Juden, die keine Juden sind. Was hat eigentlich jetzt, wenn Paulus sagt, es gibt keine Juden und Griechen in der Gemeinde, warum betont es hier, dass es sind Juden, die keine Juden sind? Es ist eigentlich dasselbe. Da bin ich gerade am Suchen bei der Philadelphia zum Beispiel. Siehe, ich übergebe dir aus den Synagogen des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Lügen, siehe. Ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen von deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ist schon wieder das aus der Synagoge Satans, Juden kommen und die werden sich beugen. Es ist und auch sehr interessant, dass bei jeder Gemeinde ist die Verheißung am Ende anders. Bei dem einen sagt er, er wird von dem Baum des Lebens, welchen im Paradies ist. Bei dem Smyra sagt er, ich werde dir den Siegenkranz des Lebens geben, wenn du treu bis zum Tod bist. Siegeskranz. Das sagt Paulus auch davon, von dem Siegeskranz. Aber Siegeskranz gibt es mehrere. Belohnung
gibt es auch für das Leib Christi vor dem Gerichtsstuhl Christi. Und es gibt auch Belohnung am Ende der Zeiten, wann das große Gericht kommt. Es gibt verschiedene Belohnungen und Siegesgrenze können auch verschieden sein. So. Ich gucke nur gerade bei dem letzten Gemeinde, Laodicea, glaube ich. Bei Laodicea sagt er zum Beispiel, wer überwindet, den werde ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater an seinen Thron gesetzt habe. Wir müssen auch so sehen, an Jesus Seite werden zwei verschiedene Gruppen sitzen. Der eine ist das Christi Leib, die mit Jesus Christus herrscht und mit in seinem Thron sitzt. Wir werden zusammen mit ihm herrschen. Das ist eine. Aber es gibt aus dem Judentum auch, aus jedem Stamm, Auserwählte, die dann auch über die Stämme Israels regieren werden. Ja. Das andere Punkt, was ich noch hier besprechen möchte, sind die Werke. Da wird sehr viel von Werken gesprochen. Paulus sagt, wir sind nicht durch Werken gerechtfertigt, sondern durch den Glauben. Das heißt aber nicht, dass das Glauben keine gute Werke nachweist. Aber diese guten Werke wird durch den Geist Gottes zu sich gemacht. Weil der in uns wirkt, der, an dem wir hören, der uns leitet, der gibt uns Kraft zu besiegen, die Werke des Fleisches nicht zu tun, sondern gute Werke zu üben. Aber hier ist überall so geschrieben, wenn du diese Werke nicht tust, wirst du bestraft. Und wenn wir eigentlich die Offenbarung durchlesen, lesen wir sogar, dass die Gläubigen in der Endzeit ihre Kleider im Blut waschen müssen. Das Werk ist erstmal zum Glauben, also Siegel des Antichristus nicht anzunehmen, den Antichristus kein Glauben schenken und an den Glauben an Jesus Christus ausharren, auch wenn es zu meinem Tod führe. Es ist genauso mit Werken verbunden wie in dem Alten Testament. Du hast das Gesetz gehört und wer diese Gesetze nachfolgt, wird leben. Aber in der Endzeit ist Christus
das, was mir Leben spendet. Wenn ich an Christus glaube, werde ich leben, aber dann nicht mehr aus Gnade, sondern aus meinen eigenen Werken, weil ich die erste Liebe nicht wegschmeiße. Ich folge Isabel nicht. Ich folge den Lehren des Teufels nicht. Ich widersetze mich dessen, der mich verführen will. Es sind sehr viele Feinheiten, wo ich der Überzeugung bin, dass diese sieben Gemeinden Gemeinden der Endzeit sind. Ich weiß es nicht, ob ihr mich verstanden habt. Ich würde es sehr, sehr begrüßen, wenn ihr da auch in den Kommentaren eure Meinung gibt darüber. Ich bin auch lernfähig. Ich weiß, dass das in dem Sinne keine Irrlehre ist. Das ist eine Meinungsverschiedenheit. Was glaubt ihr eigentlich darüber? Wie seht ihr das? Ich bin froh, wenn ihr mir da wirklich antwortet, reinschreibt. Ohne böse Worte, weil ich greife auch niemanden an. Ich liebe alle meine Geschwister und ich will nichts anderes, dass wir fest in Jesus Christus sein sollen. Gefüllt mit dem Geist Gottes, reichlich an das Wort Gottes. Ich weiß nicht, warum ich das Video veröffentliche. Ich habe den ganzen Tag damit gekämpft und gestern auch. Aber irgendwie soll es sein. Gott segne euch und ich warte auf eure Antworten.